Willkommen beim Geld. Eine der wichtigsten Regeln beim Geldanlegen ist Diversifikation. Man sollte nicht alles nur auf eine einzige Karte setzen, sondern möglichst sein Kapital auf verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Obligationen, Immobilien oder Rohstoffe teilen und auch da nochmal breit diversifizieren. Doch wie erreicht man für sich den passenden Mix und wie sollte man im aktuellen Börsenumfeld die verschiedenen Anlageklassen gewichten, damit man ein möglichst gutes Rendite-Risikoverhältnis schafft? Beim Geldinvestieren ist es ähnlich wie beim Kochen. Wenn man von einer Zutat zu viel rein tut und von einer anderen zu wenig, kann sein, das ganze Essen misslingt. Ähnlich ist es beim Anlegen. Wer allein nur auf Aktien setzt, sitzt in einer negativen Mehrphase auf hohen Buchverlust. Hätte er auch Obligationen, Immobilien und weitere Anlageklassen genutzt, hätte er seine Verluste dank der Diversifikation können begrenzen oder sogar kompensieren. Diversifikation allein langt aber nicht. Es braucht auch die passende Gewichtung der Anlageklasse, die dem individuellen Risikoprofil des Anlegers entsprechen. Ich begrüsse jetzt Evelyn Büchi, Beraterin Anlagekunden bei der Acrevis Bank St. Gallen. Wenn Sie Ihr Portfolio zusammenstellen, nach was für Kriterien gehen Sie vor? Also zuerst ist wichtig, dass wir die persönliche Situation und die individuellen Ziele des Kunden kennen. Daraus ergibt sich die Anlagestrategie. Anhand der Anlagestrategie werden die verschiedenen Anlageklassen festgelegt, die dem Kunden helfen sollen, seine Ziele zu erreichen. Wichtig ist, dass nicht nur in eine Anlageklasse investiert wird, sondern dass Vermögen breit verteilt wird, wie beispielsweise in Aktien und Obligationen, aber auch in alternative Anlagen, wie zum Beispiel Gold und Immobilien. Ziel ist also eine breite Diversifikation. Doch wie erreicht man als Privatanleger möglichst eine gute Diversifikation? Generell erreichen private Anleger mit Fonds einfach und je nach Fondsart kostengünstig eine breite Diversifikation. Ein Fonds bietet nämlich den Vorteil, dass bereits mit tiefen Anlagevolumen eine breite Diversifikation kann erreicht werden. Bei uns gibt es beispielsweise ein Vermögensverwaltungsmandat, das sehr breit diversifiziert ist, schon bereits ab 20'000 Franken. Optimal ist eine Diversifikation, wenn nicht alle Anlageklassen genau parallel laufen. Wie schafft man das, dass man nicht alles die gleiche Anlageklasse haben, die gerade im gleichen Zeitpunkt am Schluss korrigieren? Ja, eine tiefe oder sogar negative Korrelation zu den traditionellen Anlagen wie Aktien und Obligationen haben die sogenannten alternativen Anlagen. Dazu gehören unter anderem Rohstoff und Edelmetall, wie aber auch Private Equity, Hedgefonds und Immobilien. Wichtig ist aber, dass man beachtet, dass sich die Korrelation fortlaufend ändert und dass sich zum Beispiel die Aktien und das Gold nicht immer gegenläufig entwickeln müssen. Das sieht man sehr schön in diesem Jahr. Dieses Jahr haben sich nämlich die Aktienmärkte und das Gold recht ähnlich entwickelt. Aktien und Obligationen haben die meisten in ihrem Depot. Allerdings gibt es noch verschiedene andere Anlageklassen. Oft nur wenig gewichtet sind in den Depot von Privatanlegerinnen und Privatanlegern Rohstoffe wie Gold, Rohöl oder Landwirtschaftsprodukte. Auch andere sogenannte alternative Anlagen wie Hedgefonds oder Private Equity Anlagen sind in den Portfolios von Privatinvestoren oft gar nicht oder nur in sehr kleinem Umfang zu finden. Ja, Evelyn Büchi, empfehlen Sie dann auch Privatanlegern, dass sie diversifizieren, auch eben in alternative Anlagen wie Hedgefonds oder Private Equity, die ja doch auch ein bisschen komplizierter sind? Ganz klar, alternative Anlagen gehören für uns in ein Portfolio, um eine optimale Diversifikation zu erreichen. Wichtig ist aber, dass man nicht nur die Vorteile sieht, sondern auch die Risiken beachtet. Dazu kommt noch, dass Hedgefonds und Private Equity Anlagen oft nur eingeschränkt handelbar sind und dass ein hoher Mindestbetrag nötig ist. Das erschwert den Zugang für viele private Investoren, was bei Investitionen in Rohstoff nicht der Fall ist. Wie finden wir jetzt für sich den passenden Mix für sein Depot? Der persönlich passende Mix lässt sich ermitteln, indem man mit dem Kundenberater ein persönliches Gespräch führt. Es werden dabei Kenntnisse und Erfahrungen eines Anlegers berücksichtigt, aber auch, wie sich ein Anleger in verschiedenen Situationen verhält. Das Ergebnis ist dann die optimal passende Anlagestrategie, die am Anleger die perfekte Zusammensetzung des Portfolios aufzeigt. Jetzt haben wir ja momentan ziemlich viele Unsicherheitsfaktoren an den Finanzmärkten. Wie würden Sie die verschiedenen Anlageklassen aktuell im aktuellen Börsenumfeld gewichten?
Aktuell ist es sinnvoll, wenn die Aktien ein stärkeres Gewicht im Portfolio einnehmen. Aktien sind die Anlageklasse, die langfristig die höchste Performance haben und gerade im tiefen Marktzinsumfeld sehr gefragt sind. Wichtig ist aber, dass man der Auswahl der richtigen Titel besondere Beachtung schenkt. Aufgrund der Marktunsicherheiten, dem Handelskrieg und der Welt, die sich stark im Wandel befindet, ist es wichtig, dass man in Unternehmen investiert, die innovativ sind, eine robuste Bilanz haben und ein etabliertes Geschäftsmodell. Ebenfalls übergewichtet sein sollte das Gold, das in der letzten Zeit stark von den Marktunsicherheiten profitieren konnte. Momentan weniger interessant sind vielleicht Anlagen in Obligationenform, aber sie bilden dennoch einen wichtigen Bestandteil eines breit diversifizierten Portfolios und sie dienen als Risikopuffer. Danke vielmals, Evelyn Büchi. Jede und jede in der Schweiz hat eine Krankenkasse. Und jede und jede regt sich auf, wenn die Krankenkassenprämie wieder aufschlägt. Entsprechend vergleichen viele jeweils im Herbst die Krankenkassenprämie der verschiedenen Anbieter. Mindestens so wichtig wie der Preis ist allerdings die Leistung. Obwohl in der Grundversicherung ganz viel vorgeschrieben ist, gibt es bei den Zusatzversicherungen und den einzelnen Modellen einige Unterschiede. Genügt der Schutz der Krankenkasse bei Unfall und Krankheit? Und wo gibt es allenfalls Lücken? Das nächste Mal reden wir im Geld über Krankenkassen, zeigen, wie man Prämien sparen kann und allfällige Leistungslücken schliessen kann.